Ja, Leute, hier seht ihr den Growler. Es ist ein Jeep mit einem Geschütz drauf und er lässt sich ganz nice fahren eigentlich. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also der hat auf jeden Fall viel aus. Zack. Einfach so querbeet, so. Wow. Wow. Ja, also der ist richtig geil, der Crawler. Und ja, ist ein Jeep, hat ein Geschütz drauf und kann halt nur ein Kollege 3 draufkommen und noch ein Kollege beim Beifahrer. Ja, und der ist halt richtig nice und dann, ja, bis zum nächsten Fahrzeug. Tschüss. Ja, Leute, das ist ein Boot, ein Ripboat, so genannt. Ja, man lässt sich ganz einfach damit fahren und kann auch noch ein Geschütz draufkommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wechsle, geht das so? Ja, okay, geht nicht, muss ich aussteigen dafür. Ja, es lässt sich, ist auf jeden Fall ein Boot und ist sehr schnell, wie ich mal euch zeigen kann. Okay, also so. Es ist für ein Boot schnell, sag ich mal. Ne? An die Boote da hinten können wir nicht dran. Und an das auch nicht. Und es ist einfach zur Fortbewegung, wenn es halt sehr viel Wasser ist, so wie hier. Und ja, bis zum nächsten Fahrzeug dann. Tschüss. Jo Leute, das ist ein Lab Art, ein Amphibienfahrzeug. So, man kann da sehr schön schießen. Wie ihr seht, fahren auch gleichzeitig. Es fährt auf jeden Fall auch sehr schnell. Nur hier in solchen Gebirgsregionen und so ist halt nicht ganz so praktisch. Seht ihr? Kann man einfach im Wasser damit fahren. Finde ich sehr nice. Bam. Ja, das ist halt das Amphibienfahrzeug und bis zum nächsten. Tschüss. Ja, Leute, das war wahrscheinlich wichtigste Fahrzeug ist dann ein M1 Abrams, ein Panzer. Und kann auch immer noch ein paar Kollegen dabei kommen, wenn man so schießt. Und auf F drückt, kann man halt wechseln auf Geschütz und hier halt auf Kanone. Wenn man jetzt fährt, und das Coole ist an den Panzern, wenn man Shift drückt, dann gibt man nochmal extra Schub. Ja, ist sehr nice gemacht auf jeden Fall. Und wow. Damit probiere ich jetzt mal auf jeden Fall irgendwas zu töten, aber jetzt seht ihr meinen Gameplays und bis dahin. Tschüss. So Leute, hier bin ich in meinem Helikopter, in meinem Hunter. Und ich kann hier schießen. Und es ist ein sehr nicer Helikopter, man kann halt sehr weite Strecken damit fliegen und ich glaube wir landen jetzt glaube ich. Und ja, ich bin einfach mal dazu gestiegen und wie ihr seht auf der Minimap ist ja Helikopter angezeichnet. Und ja, lässt sich sehr leicht fliegen auf jeden Fall. Und da gibt es noch Jets, wie er hier. Und das zeige ich euch auch noch, aber in einer ja, letzten, nächsten. Wow, wie fliegt denn der? Seid euch das sehen auf jeden Fall in der nächsten Waffenklasse, den Chat und bis dahin. Tschüss. Jo Leute, wir sind hier im Chat und ich würde einfach sagen, gib mal Gas und ich zeige euch mal, wie der Chat hier abgeht. Und zieh mal die Kiste hoch, würde ich sagen. Die Dinger lassen sich sehr leicht fliegen, einfach so mit der Maus hin und her. Und auch Raketen, irgendwie, also Schutz. Alter. Ja, befinde ich mich schon in der Todeszone. Ich muss zurückkommen, weil diese Chestfliegen muss auch nicht bauen. Ne? Oh, warte mal, ich zieh mal die Kiste jetzt nach oben. Dann zeige ich mal was Cooles. Hier raus will ich. So. Machen wir wie Crank und einfach runterfallen. Ich finde das richtig geil.
Nochmal Fallschirm, Leertaste. So, dann sind wir von hier oben ganz geschickt, sind wir dann hier. Kommen wir dahin durch. Nein! So, das hat man ganz sanft, zack, sind wir ganz sanft gelandet. Dann können wir dann von aus hier schön ins Einheitsgebiet reingehen und das war der Chat.